Willkommen zu einer neuen Folge von PokéPark 2, die Dimension der Wünsche. Wir brauchen Freunde für Facebook, denn nur so kommen wir zurück in den Wunschpark. Und wir haben hier einen Lil Meanieb gefunden. Ja. Ich fordere einfach jeden zum Fangspiel heraus, um so an meiner Sprintfähigkeit zu arbeiten. Ich möchte so gerne meine großen Schwestern besiegen. Weil sie mich immer das Nesthäkchen stets aufziehen, übst du ein wenig mit mir? Ich würde dich eher wegen deiner Stimme aufziehen, aber naja. Da ich im Vergleich zu dir nicht so winzig bin und keine so tolle Stimme habe, musst du mich allerdings fangen, bevor ich bis 2 gezählt habe, okay? Wow. Okay, nur 2 Sekunden Zeit! Wie soll das gehen? Ja, als Ronin. Ja, gut. Bullshit. New Friend! Ich sagte was von fangen, nicht von töten. Aber egal, kriegst trotzdem eine Freundschaftsanfrage. Vielen Dank für diese blauen Flecken. Ich werde sie als Symbol unserer ewigen, Freundschaft immer mit mir rumtragen. Bären hat der Spaten mir sogar auch gegeben. Ja, voll sozial. Dafür, dass du ihm eine verpasst. Ja, das sind dann wohl die Geschwister, die, gut schaust du aus. Ich danke dir, das weiß ich. Also ich natürlich, nicht das Pokémon. Weil das ist eher... Ja. Er hat gerade ein Dreisch probiert. Ja, und gefällt selbstverständlich. Plotsch! Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel Friends man braucht, um, wie gesagt, da in den Wunschpark zu kommen. Ja, also falls es sich nicht reicht, müssen wir Friendfast-Sub machen. Ja, wahrscheinlich schon. Probieren wir es einfach mal. Das hier ist ja, glaube ich, dieses Plakat. Prüfen. Ja, prüfen wir es mal. Lass uns schnell das Portal öffnen, um Plinfer und die anderen zu retten. Dieses Portal lässt sich nur mit Hilfe der vereinten Kräfte deiner Freunde öffnen. Möchtest du es versuchen? Ja, schon. Ich glaube, es gibt so ein Epic Fail. Weil ich glaube, da irgendwie können wir erst am Ende oder so hin. Wir haben 11 Freunde. Was, am Ende? Wir sind gerade mal am Anfang des Spiels, goddammit. Ich weiß, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das Ziel ist, das Endziel, dass man da wieder reinkommt. Ja, willst du mir etwas sagen? Der Hauptteil des Spiels besteht darin, Unmengen von Freunde zu finden? Ich würde es nicht ausschließen. Ach Gott. Nein, bitte. Komm dann. Also wie gesagt, 11 Freunde. Oh, schüttel die Wii-Fernbedienung. Okay. Ja, spielt das jetzt eine Rolle, oder wie? Dann los. Ja, komm, das schaffen wir schon! Das erinnert mich an die Kickers, Elf-Freunde. Ja, das kriegen wir hin. Okay. Oh. Yeah. Dann doch. Freundeskraft 10.000 irgendwas. Am Ende habe ich nichts mehr gemacht, hätte schon mehr sein können. 10.560. So viel zu Ende, ja. Ja, der hätte ja sein können. Ja gut, vielleicht das Spiel ja danach auch zu Ende, das kann das sein. Wäre aber, ja, gut, aber scheiße. Wir haben so viele Landschaftsaufnahmen gesehen, muss schon auch was kommen. Also dann schicke ich es erst recht zurück. Rezension. Und dann ja. Amazon so, nee, also wir nehmen alles zurück, aber nicht das Spiel, ja? Wir sind froh, dass wir dafür 40 Euro kassiert haben. Ja. Ach, du liebe Güte, wie in aller Welt ist es euch gelungen, das Portal zu öffnen, hä? Ah, wie dem auch sei, ihr seid sicher zurückgekommen, weil euch der cremige Geschmack von Echen und Holzkuchen nicht mehr aus dem Sinn gegangen ist. Nanu, warum macht ihr denn beide so eine finstere Miene? Was, ihr wollt, dass wir alle entführten Pokémon freilassen? Das könnte euch so passen. Aber wenn ihr darauf besteht, mache ich mich aus dem Staub. Ich mag Fesselspielchen. Oh mein Gott. Ich eigentlich auch. Du? Geht. So. Ja, also da haben wir schon mal einen Haufen entführter Pokémon rumstehen, aber die scheinen alle mit Joints, ja, vollgestopft zu sein. Hi, Mom, fuck so. Kuchen! Mhm. Hey, ein Pilippa, wie schön! Ein Pokémon aus der 3. Generation. Hallo. Junge? Schau mich doch mal an! Mit hässlichen Gestalten wie dir rede ich nicht. Ich bin pappsatt und glücklich. Hm.
Ja, das können wir alles vergessen. Was sollen wir denn jetzt hier überhaupt tun? Sag mal her. Verlasse zusammen mit den Pokémon aus dem Pokepark den Wunschpark. Ja, wie soll ich wieder rausgehen? Sinn? Nee, ich glaube, du musst Echnatoll besiegen oder so. Oh. Ja. Hi. Aber da wechsle ich vielleicht lieber mal zu Pikachu, weil der irgendwie mehr drauf hat als der Lappen da. Beschimpf mich nicht. Lappen. Ja, genau. Du, hi. Narren, es war ein Fehler, euch hier freiwillig erneut blicken zu lassen. Wie bitte? Ihr wollt also, dass ich meine königlichen Arme ausstrecke? Armee. Da habe ich ihn mal ein bisschen zu stark gemacht. Um die Pokémon aus ihrer Trance zu erwecken? Nicht einmal ein Mitglied des Adels wie ich vermag derartige Wunder zu vollbringen. Ich habe Kohle in der Hände, ich bin bei IT-Partner. Einzig und allein der Klang der Wunschglocke wird von ihnen als Ende ihres ewigen Spiels aufgefasst. Ihr versteht daher hoffentlich, dass wir euch auf keinen Fall zur Wunschglocke durchlassen können. Wenn es aber euer Begehr ist, sie zu läuten, müsst ihr euch zunächst meinem Spiel als würdig erweisen. Ist der dumm, hätte er uns das nicht gesagt, wir hätten es niemals rausgefunden. Ja, das hat man doch im Krieg damals auch gemacht. Stelle dich den Tücken des neuen, verbesserten Naschwerks. Ja, wie nochmal schießen, oder wie? Ja, wahrscheinlich jetzt mit doppelter Geschwindigkeit oder so. Boah, ich habe aber ewig nicht mehr BF3 gezockt, hey. Backe viele leckere... Nee, sogar dreifach müssen wir schaffen. Letztens waren es 10.000 Punkte, jetzt sind es 30.000. Backe viele leckere Kuchen, indem du auf die verschiedenen Backzutaten schießt und sie abschießt. Du Shaker, du. Letztes Mal hatten wir 14.800. Ja, und damals sollten das die Fuse sein. Es wurden auch mehr Fuse als das. Und ja, also 30.000 Fuse finde ich gut, und du? Boah, da möchte ich aber schon einen Anteil, so. Ja, an klar. Den 2 Millionen, die wir kriegen, klar. Also. Ja, ja, kannst du haben. Ist nicht so schlimm. Was? Wen soll ich nehmen? Ist doch egal, oder? Ich glaube, Pikachu ist ein bisschen schneller. Okay. Stehe ich jetzt so raten und außerdem sieht er besser aus, also. Ja, ich versuch's einfach mal mit ihm, mal schauen. Yeah! Kriegen wir schon hin. So, 60 Sekunden schon. Aber nur. Okay. Oh. Ja, vielleicht kommen aber mehr so Dinger, die ich treffen kann. Oder mehr hochwertige. Naja, sieht im Moment ehrlich gesagt nicht so danach aus. Sieht im Moment total nach Betrug aus. Das, ja. Nein! Oh, ich bin scheiße, Mann. Es müsste da irgendwie so einen Multiplikator geben, verdammt. Boah, ich hab ständig irgendeinen Lag. Ich konnte jetzt nichts treffen, weil ich einen Lag hab. Jetzt schon wieder. Sieht im Moment nach einer bestimmten beschissenen Aufgabe in Skyward Sword aus. Wo kann es mal aufhören zu laggen, verdammt nochmal? Also 30.000, das geht nicht. Irgendwie nicht, nein. Ich meine, ich hab 8K. Ich hab eben. Nee, das geht nicht. Das ist Betrug. Also besser als der letzte. Achso, es geht weiter! Okay! Achso. Okay. Aber was muss man da jetzt machen? Achso. Kuchenform. Scheinbar, ja. Oh, Vorsicht! Oh, Baby! Nein! Ja, du könntest gut Konditor werden können. Sieht ja alles relativ souverän aus. Verdient man da auch so viel wie auf YouTube? Also 1 Milliarde im Jahr? Nee, das nicht. Dann mach ich's nicht. Leider so. Nur so ein normales Gehalt, also K. Nee, das ist nicht mein Stil. 1-2K im Monat, aber. Kann nicht mehr. Ja, Millionen. Okay, also die 30k sind jetzt schon fast sicher. Ja. Was eine gute Sache ist. Genau, chill. Trotz des fucking Lag die ganze Zeit, goddammit. Gib mir ein paar Kuchen, ich brauch Kuchen.
zu viele Informationen auf einmal für das Spiel. Ja, wahrscheinlich. Es ist so schlecht programmiert worden, dass es diese komischen Abtastrate nicht sehen kann. Ja. Ach Gott. Boah, also 45.100 Views. Ich glaube nicht, dass es so viel werden, aber wenn, dann. Ich glaube, so viel landen noch nicht mal Part 1. Das Naschwerk ist nun im Mehrspielermodus verfügbar. Yes, Mann! Ja! Krass. Ziel des LPs erreicht. Jetzt weiß ich, was ich mache, wenn mir langweilig ist. Abonnenten-Special. Wenn Juli kocht oder so. Unmöglich. Ihr habt das neue, verbesserte Naschwerk gemeistert. Aber bildet euch darauf nichts ein. Der wahre Kampf steht euch erst noch bevor, Bitches. Ich werde es nicht dulden, dass ihr der Wunschglocke zu nahe kommt. Es wird euch niemals gelingen, sie zu läuten. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Oh! Ja, und jetzt? Jetzt gibt's ein Battle! So richtig epischen. One. Hört er mir überhaupt zu? Ich sagte, ich werde es nicht dulden, dass ihr der Wunschglocke zu nahe kommt! Haltet sie auf, meine tapferen Makabaya. Oh, das waren doch schon damals Lappen. Die haben schon das letzte Mal versagt, eben. Hä? Doppelkampf oder was? Zwei. Geht das auch? Ich glaub nicht. Also ich wüsste zumindest nicht, wie du beide gleichzeitig steuern willst. Naja, ich habe mehrere Vermählungen hier. Ja, und mehrere Hände. Zerbrösele Echnatols Kuchen. OMG. Oh, das mega ist unglaublich Aufgabe. Böses. Ja, also es waren zwar beide jetzt zu sehen, aber ja. Wir können wohl doch nur mit dem kämpfen. Das ist so böse, was du tust. Das ist ungeheuer. Krass, gell? Ja, wie mache ich das verdammt nochmal? Das musst du wohl selbst rausfinden. Aber wahrscheinlich. Ah, doch, jetzt hat er ein bisschen was verloren. Ich soll da so oft wie möglich draufhauen. Diese Makabaya sollen mir, glaube ich, einfach nur Leben abziehen. Oder kann es sein, dass die das Ding mit ihren Bällen treffen müssen? Nee, oder? Ja, das glaube ich jetzt weniger. Bringt der Donnerschock was? Ich glaube mal nicht, oder? Ach, das war's schon. Na ja, gut. Ich dachte, es wird noch 10 Stunden weitergehen, weil das Ding noch voll gut aussah. Boah, ja, harter Bosskampf. Was fällt euch ein, mein köstliches Naschwerk zu ruinieren, ihr Stümper? Euch werde ich schon noch Manieren beibringen. Wart jetzt nur ab. Komm schon her, oder willst du dort etwa Wurzeln schlagen? Besiege Echnatol! OMG. Der Typ gibt einfach nicht auf. Hey, der hat mehr Leben als ich, warum? Ja, vielleicht weil du Skill hast, ne, nicht. Wow. First Hit hat er. Take that, bitch! Scheiße, du fasst nichts ab. Aber mein Eisenschweif ist ja auch besser irgendwie als das andere. Boah, der geht mir jetzt auf den Schwanz, ich muss mal kurz abbrechen. Ich hoffe mal, es geht jetzt, ey. Nimm das, Mann! So schön einen hinterher mit meinem Eisenschweif. Den haben wir ja beim Raichu den ultimativen Muten Roshi verbessert. Yeah, wie ich es dir mitgebe, Mann. Spüre meine Macht, labert er. Spüre meine! Yeah, man, baby! Oh, take that in your ass, baby! Ich rede übrigens genauso, wie wenn ich im Bett wäre. Ja, das kann, glaube ich, jemand anderes besser beurteilen als ich. Ja. Falls er das sie zuschaut. Definitiv eine sie. Unmöglich. Ihr habt uns besiegt. Oh, Meister, bedeutet das etwa das Ende der Naschzone? Geiler Windows-Sound übrigens. Ja. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch die Glocke läuten. Und schon erwachen die Pokémon aus ihrer Trance. Läutet die Wunschglocke, indem du sie aus dem Sprint anrempelst. Ja, dann tun wir das doch mal. Boah. Aber das war immerhin jetzt schon mal der anspruchsvollste Bosskampf. Hat den meisten Leben und ja. Cool.
frage mich jetzt allerdings, was der Sinn dieses Spiels wird, wenn wir jetzt alle befreien. Ich glaube nicht, dass es einen gibt. So. Jetzt chillen sie wieder alle, oder? Der Alk scheint nachzulassen. Wird ja auch abgebaut, pro Stunde 0,1. Ja, haben alle Wasser jetzt gekriegt und jetzt geht's wieder. Schön Kater ausschlafen. Ja. Oi. Der sollte auch mal chillen, auch ein bisschen zu viel Alk. Ich sollte vielleicht auch mal während des LPs reinschauen ins Gläschen. Die Pokémon aus dem Hafenbezirk wären damit gerettet. Aber von Plinfa fehlt jede Spur. Er scheint wirklich gestorben zu sein. Hey, echter Troll, wo hältst du Schuft unseren Freund Plinfa beerdigt, gefangen? Plinfa? Oh, du meinst diesen blauen Dickschädel mit dem tapsigen Gang? Tja, der hat sich verlaufen und steckt in einer der anderen Zonen fest. Eure verdutzten Gesichter sprechen Bände. Verständlich, dass Cox, Wunder des Wunschparks sprengen die Grenzen eurer Vorstellungswelt. Diese Welt unterteilt sich in vier Zonen, mit je einem Zonenmeister. Und im Zentrum dieses Paradieses liegt der majestätische Wunschpalast. Es mag euch gelungen sein, die Wunschglocke der Naschzone zu läuten, doch solange ihr nicht auch die übrigen drei Spiele meistert, wird euch der Weg zum Wunschpalast verschlossen bleiben. Ihr werdet niemals dorthin gelangen, dessen könnt ihr euch gewiss sein. Bändige deine Zunge, Echnatoll. Du hast ihn schon genug verraten. Oh mein Goodness. Oh Mann. Das Oberbitch. Kathi, als sie in der Pubertät war. Genau. Sian! Ihr müsst diese Unruhestifter sein, von denen Molly Morba sprach. Die Pokémon aus dem Hafenbezirk mögt ihr befreit haben. Aber während wir hier plauschen, füllt sich der Wunschpark immer weiter mit Bastarden aus der restlichen aus den restlichen Bezirken. Das Ziel unseres Meisters ist es, alle Pokémon zu Sklaven des Wunschparks zu machen und mit ihnen eine Welt nie endender Freuden zu schaffen. Ich kann nicht zulassen, dass ihm jemand bei der Verwirklichung dieses wunderbaren Traums in die Quere kommt. Offensichtlich braucht es gar kein Team. Plasma, Rocket, Galactic, Shit. Die machen schon alleine den Scheiß nach. Richtig. Boah, und weg sind sie. Was ist nur mit diesen vier Zonen und dem Wunschpalast auf sich hat? Und wer versteckt sich hinter diesem Meister, von dem sie sprachen? Aber lass uns erst einmal zurück zu Admurai gehen. Ja, dann tun wir das. Kehren wir zurück zum Boss und erfahren wir dann, wie es weitergeht im nächsten Part von Poképark 2. Daumen hoch.